Ich gehe mal hier. Ah, Missionsagent, irgendwas. Gesandter, irgendwas. Vielleicht Freund. Du. Ich habe das Abzeichen des Jenis schon mal gesehen. Er ist ein Mitglied der Entdeckergilde. Er scheint an den Daten, die ich zu bieten habe, nicht interessiert zu sein. Vielleicht kann mir der Missionsagent auf der Station dabei helfen, meinen Wert unter Beweis zu stellen. Nö. Woher willst du das wissen? Gott, du gedacht wird. Hey, du da! Dreh dich nicht weg! Der Gag ist von Tabellen, Koordinatenlisten und Skizzen umgeben. Er blubbert aufgeregt und will unbedingt seine Datensammlung teilen. Aber Freund in Karten. Handel. Um Hilfe bitten. Ich bitte Kartograf Platt um Hilfe. Er zeigt auf eine Karte auf seinem Bildschirm und dann auf eine Abbildung der Wegpunkttürme, wie man sie an den meisten planetaren Orten findet. Er scheint mich darum zu bitten, Daten von diesen Türmen zu sammeln. Na und? Kaufmann Wuppuset. Voll leer. Der Geschenk schenkt mir kaum Aufmerksamkeit, als ich mich nähere. Er scheint einen Großteil seiner mentalen Fähigkeiten auf etwas zu richten. So wie ich gerade. Er schwankt etwas und führt mit seinen Fingern feine Bewegungen aus. Na dann, quatschen wir nochmal an. Kaufmann quittet mich an, also nicht reagiere, seit mir die Lebensform einer Liste mit Sprachsymbolen. Handelssymbol. Kaufmann Wuppuset bringt mir das Wort in seine Sprache bei. Ein Wort. Mich Belohnung. Na okay, wenn es mit Handel was zu tun hat. Möglicherweise, vielleicht. Na was? Liquidator Q. Die Augen des Kriegers fallen immer wieder zu. Ist er müde oder was? Er atmet sehr schwer. Er scheint mich plötzlich bemerkt zu haben und ist sofort aufmerksam. Sprachfähigkeiten üben. Ja, man will sehen. Liquidator Q knurrt und pocht um auf Symbole auf sein Datentablett. Ja, also. Mysterium. Okay. Wenn es nicht weiter ist. Hey, du da! Naja, mal immer Sprachfähigkeiten. Ich erinnere mich an einige der Wiking-Wörter, die ich bereits gelernt habe und hoffe, Liquidator Q damit beeindrucken zu können. Mich, woher? Liquidator mustert mich, Q mustert mich von oben bis unten und erkennt die Bedeutung einer persönlichen Reise an. Die Lebensform gibt mir eine Karte mit dem Weg zu einem interessanten Ort in der Nähe. Planetenkarte. Napoleon Bonaparte. Notfallsignal entdeckt. Na okay. Gehen wir mal hier. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Mann, wie viele Meilensteine gibt es hier? Ähnlich getroffen, rund 30. Und dann, wenn es nicht weiter ist, Quersumme 8. Und was haben wir hier? Ein paar coole Typen. Hey, du da! Du Gag. Irgendwie ist hier kühl, würde ich mich erst nähern. Ah, okay. Langsam wiederholen sich die Textboxen. Wir wünschen einen Duft aus, der das Symbol in meinen Verstand bringt. Freundschaftssymbol. Wort für reparieren gelernt. Dann lernen wir es mal. Wenden wir das Gelernte an. Lalalala. Ich erinnere mich an ein paar Gag-Wörter. Nämlich. Gefunden. Dich habe ich gefunden.
Berlin Disappointment wird skeptisch. Der Alien weist mich darauf hin, dass er ein Händler sein kann in der Cup. Na immerhin, der hat den Kontext irgendwie nicht ganz, aber auch nicht ganz falsch und richtig interpretiert. Atlas Pass V3 erforderlich. Ja. Kriegen wir irgendwo mal. Willst du es wirklich? Verzeih mir, aber ich suche dich schon so lange. Ich habe den Auftrag, dir in diesem und jedem anderen Kreislauf zu helfen. Aber keine Angst, ich wurde für meine Dienste schon vor langer Zeit bezahlt. Es ist also alles astral. Ach. Während der Fremde spricht, nehme ich plötzlich einen Geruch wahr. Ein Pheromon infiziert mein Gehirn und schenkt mir Erinnerungen an Orte, an denen ich nie war und an Dinge, die ich nie getan habe. Ah, an Fehler in der Matrix oder was? An mich selbst, wie ich in den Spiegel schaue, alt und allein, an einen Gag, der seine gefallenen Brüder hält, an ein Geschäft, das erst in vielen Jahren abgeschlossen wird, an einen Vertrag für den gesamten Kosmos. Die Vision endet und der Aufseher ist immer noch da. Der Aufseher verspricht mir, meine Basis zu erweitern, um weitere Arbeiter rekrutieren zu können. Er benötigt ein Konstruktionsterminal, damit anfangen zu können. Ich habe keine Lust dabei, diesen Gag einzustellen. Ich habe doch kein Konstruktionsterminal. Ja. Korporal, also... Ich verlange einen Platz in deiner Traumschule. Deine Zustimmung für die Lieferung eines Exo-Fahrzeuges gewähren und einen Wiken-Mechanister, der die Messe vollzieht. Zu deinem Erinnerung hast du hoffentlich ein Exo-Fahrzeug-Terminal, das meine Fähigkeiten genügt. Ablehnung wird in meiner unauslöslichen Vernichtung enden. Beeil dich. Der Techniker sucht nach Beschäftigung und behauptet, Exo-Fahrzeuge für meine Reisen zu bauen und verbessern zu können. Nö. Da wirken wir gefährlich und labil. Ich sollte vorsichtig walten lassen. Ja, denke ich auch. Dumm und stumpf. Diese komischen Lebensformen. So, bum bum, wir gehen die Tür geballert. Und es knallt. Jo. Bei mir piept's wohl. Auf den Rammsteiner entsandt. Ja, wir haben nicht genug Knete, das ist ein Problem. So viel Platz im Inventar habe ich aber auch nicht mehr frei. Das ist das Problem. Chronischer Platzmangel. So. Tritium, na. Effiziente Düsen. Die Wasserstoffgelee. Und wie mache ich die Wasserstoffgelee? Ah. Und jetzt? Ah. Und? Effiziente Düsen. Ah, verbessert die Startsysteme der Raumschiffe und verringert die Treibstoffen. Kosten beim Start. Na okay, dann haben wir es jetzt auch. Ich guck nochmal, wie lange läuft das jetzt hier schon? Missionsziel abgeschlossen. Ah, habe ich sogar ein Missionsziel abgeschlossen. Geil. Ich will kurz mal gucken. Ah, okay.
So. Eiskalter Mond. Ach, der Planet hat sogar einen Mond. Also sehr eiskalt ihn sogar. Na, ich könnte mal. Ein bisschen die Ressourcen abbauen. Und ja. So. Bald ist das Inventar auch noch wieder voll. Wenn ich hier predigen, aber egal. Irgendwas ist immer. Tritt die Unterklasse mal wieder. Ja, was denn nun? Kein Platz mehr im Inventar. Ja. Rammelvoll sind wir immer. Irgendwie. Kobalt. Wie Kobalt. Silber haben wir mehr als genug. Ja, Inventar ist voll, das wissen wir alle. Wo ist meine Raumstation? Ah, ja. Ja. Dann fliegen wir mal rein. Wenn wir gleich direkt wieder was verhöhen kann. Ich meine, anderes bleibt mir übrigens auch nicht mehr übrig. Immer Probleme mit dem Inventar. Das ist schon, naja. Gut, in Minecraft hat man das auch. Gelegentlich mal. Aber dafür gibt es auch Mods. Die man installieren kann. Gerade einen Keks. Na. Ah, Silber hier. Kobalt. Jude. Wird von der Steinklumpen. Ah, okay, verticken wir das Ganze einfach mal. Ah, und aufbrechen. Können wir auch. Na, aber. Das hier. Genau. Schrandes Terminal. Na, egal. Okay. Und das hier. Natrium, na. Planetenkarte. Hm. Warte mal. Davon gibt es ja reichlich auf diesen riesigen fetten Planeten. Von daher. Ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Ah, Nanita ist über 200. Ja. Ferret stirbt aber unfassbar viel. Können wir jetzt auch mal. Nicht mehr so viel. So.
Ich denke mal, das sollte auch maximal genug sein. 350.000 Units, ja, das ist schon eine Menge. Jude. Ah. Habe ich aufgebrochen und? Was habe ich dafür bekommen? Gefnip. Genau. Geode. Und bitte ich ihn auf. Kugeln und Martingale. Kreaturenkugeln. Und Pugnium. Oder was habe ich dafür bekommen? Na. Ist auch egal. Raumschiffmodul. Installieren. Mann, ist so. Schildstärke plus 7. Und das hier. Anomaliedetektor. So, heben wir mal wieder ab. Ich will hier ein bisschen mehr Platz haben. Im Inventar. Notfallsignal. Finde den notgefundenen Frachter. Aber ich möchte erstmal hier. Mal gucken, wie der Planet da eigentlich aussieht. Ja, aus nächster Nähe. Jo. Der Mond, der Mond. Ja, so einladen sieht der Planet nicht aus, aber ist ja auch nicht Planet. Fuck, nee, das ist ein Mond, nicht Planet. Aber hat auch was Planetiges. Aber da wachsen sogar Pflanzen drauf. Die Landesecke ist eingeladen. Ja. Eiskalt. Wasser vielleicht nicht früher. Ah, okay. Wollen wir den eigentlich? Nee. Was ist denn ein Sammler? Ah. Den scannen wir auch nochmal. Aber ist auch richtig arschkalt auf diesem Mond. Hm. Was ist hier? Na, müssen wir identifizieren. So, ich hebe mal lieber ab. Na, dann hau ich mal ab und zisch einfach mal ab. Wie soll also dieses Notfallsignal sein? Anking in 10 so viele Minuten. Ah, feindliche Schiffe in der Nähe. Scheiße.
Und wie sie immer abzischen können, ist ja schon schön genug. Ansatz der Waffen. Ja, okay. Ich will einfach nur das Notfallsignal. Aber... na, ist ein bisschen doof hier, gerade wo ich, na... na, fuck it. Na, immer diese Piraten. Aufladen. Ja, die heiße Weltraum-Action hier mal wieder. Müssen wir wieder. Ja. Dann zischen wir mal wieder ab. Naja, okay. Oh, fuck it. Kann man sie nie einfach nur einmal eine Minute lang mal in Ruhe sein, in Ruhe, Abfangjäger, immer die Abfangjäger. Ja, immer diese Abfangjäger. Na gut, dann haben wir ein bisschen heiße Weltraum-Action. Immer diese Abfangjäger. Ich brauche eher einen Kammerjäger als einen Abfangjäger. Wow, ich muss ihn wirklich mal wieder aufladen. Ja, ich hau mal lieber ab. Na. Bevor ich mein Raumschiff zu sehr beschädige und ich im Weltall einfach drauf gehe und dann halt nicht so prickelnd. Na. In ihren Kackläsern hier. Na, fuck it. Kann man sich nur eine Minute lang mal in Ruhe sein? Na. Wie soll ich den Impulsantrieb benutzen, wenn ich ihn nicht darf? Ja, das ist doch ein bisschen doof. Ich hau jetzt einfach mal ab. Auch wenn es feige ist. Na, ich zisch dann einfach mal ab.
probieren wir in Ruhe. Eigentlich habe ich ein bisschen meine Ruhe. Oder auch nicht, das ist leider. Also doof. Diese Stalker aus dem Weltall, die verfolgen mich die ganze Zeit. Ja. Ist ja ein bisschen doof. Exkommunikator. Ihre Lügen ablehnen und in die Freiheit folgen. Das Schiff sendet immer wieder dieselbe Nachricht in einer Endlosschleife. Die Botschaft hat sich mit der Zeit zersetzt. Doch in dem Rauschen sind noch verwendbare Koordinaten auszumachen. Koordinaten akzeptieren. Ich schalte meinen Empfänger aus und gebe die Koordinaten in die Navigationssysteme meines Raumschiffs ein. Ein letzter Check. Checkzeit, kein Lebenszeichen, keine weitere intelligente Nachricht von dem verlassenen Schiff. Immer diese Weltraumpiraten. Was hier? Verlassenes Schiff? Wer weiß? Hallo. Raumstation. Hier gibt es die Kandidatin. Na. Ja. Zum Außenposten. Das ist ein ziemlich weiter Weg bis dahin. Dreieinhalb Stunden nehme ich schon auf. Ach, eine vierte, viereinhalb Stunden. Noch so eine 3-4 Stunde Minimum könnte ich ja theoretisch sogar noch. Bis zum Signal. Bis zum Notrufsignal sind, ist nur eine Viertelminute. Das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Fliege ich mal hier hin. Hier diesen wunderschönen, riesen, fetten Planeten, der dem Jupiter große Konkurrenz machen könnte. Nur, dass es halt ein Gesteinsplanet ist und kein Gasplanet. Vielleicht bin ich da.